Yo, 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 Gangsters, was geht? Nico hier von NixMox. Heute will ich euch eigentlich bloß mal was vorstellen. Und zwar ist das so eine Art Pimp My Ride Style, nur mit Lego. Ich habe hier das Set Trade Federation MTT aus dem Jahre 2000. Das ist die Nummer 7184 mit ursprünglich 466 Teilen. Das Ding habe ich damals geschenkt bekommen, als ich noch sehr klein war. Und das hat tatsächlich die ganzen Jahre überlebt. Es war halt nur wirklich sehr, sehr scheußlich anzuschauen. Da war zum Beispiel in der ursprünglichen Version hier hinten noch irgendwie eine grüne Platte mit drin und lauter so sandfarbene Steinchen. Und es sah aus. Also, ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat, weil die ja so in den Filmen auch überhaupt gar nicht ausgesehen haben. Und ja, ach, das war einfach relativ hässlich. Deswegen habe ich hier die Steine mal ein bisschen farblich ausgetauscht und habe noch ein paar, wie nennt man das? Tiles, beziehungsweise halt solche Fliesen noch mit ergänzt. Hier oben das noch ein bisschen anders gemacht. Je nachdem, also ich hatte, welche Teile ich gerade noch da hatte, ausgetauscht. Ich habe hier unten den Teil habe ich ein bisschen, musste ich runtersetzen, weil ich das hier auch noch mit Slopes versehen habe, damit das ein bisschen runder aussieht und nicht so eckig wie der Kasten vorher. Und die Funktionalitäten sind weitestgehend geblieben. Man kann hier hinten auch wieder aufklappen, hat man Platz. Oh, man sieht jetzt nicht sehr viel. Hier war übrigens früher auch eine grüne Platte mit drin. Ich weiß nicht, warum das alles grün sein sollte. wissen Sie bestimmt auch selber, ne? Hier die Seiten kann man auch wie gewohnt aufklappen. Da sitzt hier wieder der Kollege drinne, leider nicht zum Rausnehmen, alles fest vor seinem kleinen Computer da. Und das absolute Highlight ist aber, ich habe hier unten ein bisschen was in drinne umgebaut, sodass sich jetzt die Klappe so öffnen lässt. Oder auch, ne? Schade. So, jetzt haben wir es. Die sieht jetzt so aus. Ich habe hier alle Löcher, die waren zugemacht, hier unten das auch noch ein bisschen verfeinert. Und wenn man das jetzt rauszieht, man hatte ursprünglich 6 Battle-Droiden drin und ich habe daraus einfach mal 12 gemacht. Das ist ne geil. Hier fehlen zwar noch ein paar Waffen, die habe ich aber an die Seite gestellt. Oh, fällt schon wieder was ab. Klassiker. Genau, also der Unterbau. Hier war eine, also war sehr gut der Platz verschwendet. Ist jetzt vom Licht her relativ schade. Hat man das noch irgendwie anders eingefangen? Also hier ist jetzt ordentlich Platz. Und es reicht jetzt wirklich der Platz aus für insgesamt 12 Battle-Droiden hier. Fällt das nächste Teil ab. Das musste ich ja leider gebraucht kaufen, dieses Teil hier. Super teuer, das ist irgendwie relativ selten. Das habe ich leider nicht mehr gefunden in meiner alten Lego-Kiste von damals. An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Applaus an meine Eltern, die das ganze Lego aufgehoben haben. Super cool. Ja. Das kommt hier rein, dann geht die Klappe wieder zu. Und es war ja noch so ein Hidden Feature, dass man hier oben musste man irgendwie so eine kleine, ich weiß gar nicht, war das ein Plate oder ein Teil, musste man abnehmen. Und das war bloß hier die beiden miteinander verbunden und dann konnte man das hier auseinanderziehen. Und hatte hier noch wie so eine Art Control Station. Was auch immer.
das ist jetzt erstmal so geblieben. Man kann hier hinten, ist ja auch noch Laderaum, kann man auch noch irgendwas verstauen, wenn man das möchte. Also hier war leider von Lego damals nicht so viel ausgetüftelt wie bei den anderen MTTs. Also der Platz wurde schlecht genutzt. Und ja, das hier ist erstmal so der Anfang. Vielleicht, wenn ich mal Zeit habe, werde ich hier noch ein bisschen anders mit dran rumtüfteln. Hier vorne habe ich auch noch solche Technik-Pins in schwarz dran gemacht. Ich finde, das sieht ein bisschen brutaler aus. Und ja, können wir nochmal nachmessen, was wir hier haben. Falsche Seite aufgeklappt, des Zollstockes. Wir haben jetzt eine Länge von 34 cm. Eine Breite von, na gut, sagen wir mal, 11 bis 12 circa. Und eine Höhe, das ist jetzt natürlich ein bisschen höher durch diesen, durch dieses Bumsdings hier. Der ist jetzt bei 17 cm. Aber genau, das wollte ich euch einfach mal zeigen. Pimp my Lego. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr vielleicht eine Anleitung haben wollt dafür, wie man den modifizieren kann. Würde ich dann demnächst mich mal ransetzen und euch das wieder als Video aufbereiten. Mit Schritt für Schritt Anleitung. Ja, ansonsten sind wir da ja jetzt wieder gut durchgekommen und am Ende des Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, um nichts zu verpassen und schaut doch mal in meine anderen Playlisten rein. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle wieder mit einem einfachen Sport frei oder wie der heißt. Cheers!